Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, nämlich zu einem weiteren Update. Und ich habe da die letzten Updates der letzten drei Tage jetzt in diesem einen Video zusammengefasst, weil ich nicht jedes Mal extra ein Video machen wollte und so aufregend fand ich es dann auch nicht. Aber jetzt gerade entdeckt vom Welt der Meister Magazin Facebook-Kanal, ich bin ja auch tatsächlich ein fleißiger Kunde des Welt der Meister Magazins, wieder eine neue Figur, nämlich tatsächlich eine im Introducing Anniversary Edition He-Man, nämlich eine Masterverse He-Man Jubiläumsfigur. Ja, und zwar genau das, was ich nämlich schon seit geraumer Zeit sage, in einer Masterverse Verpackung, wie ich sie designt hätte, nämlich in den richtigen Farben und in ansprechenden Farben. Und offensichtlich wird das jetzt nur benutzt, dieses Package Design für die Anniversary-Figur. Aber wenn man sich das so anschaut, sieht man schon vielleicht einen ein oder anderen Vorteil, den diese Verpackung rein optisch oder auch im Spielwarenhandel oder wo auch immer hätte, weil sie ist ein ziemlicher Blickfang. Ja, mein erster Eindruck war ziemlich geil. Mein zweiter Eindruck war, naja, doch nur wieder eine andere Masterverse, quasi eine andere Masterverse-Variante mit ein bisschen besserem Kopf und besseren Teilen. Da ist mir der Club Grayskull Filmation He-Man eigentlich noch immer am liebsten, ja. Aber schauen wir es uns ganz mal kurz an. Ja, nicht ganz der Reihe nach eben das Artwork auf der Rückseite der Verpackung. Sehr, sehr nett gemacht. Gefällt mir ziemlich gut. 40 years ago, Mattel created Masters of the Universe, a world of space and sorcery, a fantasy and technology and He-Man, end of He-Man, genau. Ja, wissen wir eh, es ist ja nicht wirklich Fantasy, es ist ja nicht wirklich Science Fiction, es ist nämlich Space and Sorcery. Ja, dazu kann man eh gar nichts sagen, ja, ist, Mattel hat mir viele schöne Kindheitsstunden verschafft und eine ganz tolle Welt geschaffen. Auch wenn das nie so in ihrer Absicht war, weil sie wollten ja vor allem Figuren verkaufen. Aber durch die Hörspiele und den Zeichentrick hat das eine gewisse Eigendynamik bekommen. So, schauen wir uns die Figur ein bisschen genauer an. Was sehen wir da? Die üblichen Wechselhände, die ich sowieso schrecklich finde, weil sie halten nicht gut genug. Wir sehen die klassische He-Man-Ausrüstung und die klassische He-Man-Rüstung vor allem, was ich sehr, sehr schön finde. Was mir noch immer nicht, auch der Kopf, also in der Packung schaut ein bisschen besser aus als hier auf diesem Foto. Was ich irgendwie nicht verstehe, aber das wird mir sicherlich der ein oder andere erklären können, ich verstehe nicht, wozu ich diese Gelenke hier brauche. Oder dieses Gelenk, ich verstehe es nicht. Ja? Er hat auch so einen leichten, schmutzigen Wash. Ganz, ganz eigenartig, aber kann man ja ruhig machen. Und ja, hier in der ikonischen Pose, die Macht von Grayskull zu beschwören. Ja, ganz okay, gefällt mir. Die Figur gefällt mir. Diese Figur in dieser Packung gefällt mir sogar sehr. Schauen wir mal. Ja. Ist, finde ich, eine ganz gute Idee, auch wenn ich mir natürlich, also gerade zum 40-jährigen Jubiläum von den Masters könnte man sich schon ein paar Classics 2.0 erwarten, oder? Wie seht ihr das? Gut, gehen wir aber gleich mal weiter. Es ist ein bisschen chaotisch tatsächlich jetzt von meiner Anordnung, nämlich More New Masterverse Heroes. Also wir gehen weiter in der Masterverse-Reihe. Mit den Figuren, die man hier sieht, gerade eben hat man gesehen, Zauberrüstungs-He-Man von hinten mit seinem lustigen neuen Schild. Und den schauen wir uns gleich mal ein bisschen im Detail an. Ich finde es ganz cool, dass der jetzt wie das San Diego Comic-Con Exclusive Prince Adam und He-Man, also das Origin Exclusive, auch einen Dolch im Stiefel hat. Dieses Exclusive habe ich ja leider ausgelassen und ja, ich finde auch diese neue Zauberrüstungs- / Ritterrüstung Design-Variante eigentlich recht cool. Nicht ganz klar ist mir der Kopf, also He-Man wirkt ja fast schon ein bisschen wie King He-Man und ich bin ein großer Fan der King He-Man Figur. Eigentlich gefällt mir die Figur, muss ich sagen. Ja, auch wenn natürlich die Zauberrüstung hier wieder mal wahrscheinlich kein Feature haben wird, schätze ich. Ja, aber
Wir werden sehen. Ja, wer hält noch Einzug und schaut eigentlich ganz mittelprächtig aus? Hero. Hero kommt jetzt auch zu den Masterverse-Reihe, auch Stilecht mit seinem Zepter, mit geheimen Zauberkristall innen drinnen, den gab es ja bei den Classics in 4 oder 5 Farben. Ich meine, mein grundsätzliches Resümee über beide Figuren ist, ich habe sie schon bei den Classics, bräuchte sie eigentlich jetzt nicht noch einmal und ja, wobei beide finde ich eigentlich ganz okay, ja, ganz okay gelungen. Ja, das ist tatsächlich eine Enttäuschung und zwar, ich habe den Cartoon noch immer nicht, also die CGI-Serie oder He-Man 21, wie man sagen muss, noch immer nicht zu Ende geschaut oder weitergeschaut. Ich bin in Folge 5 oder 6 und kann mit der Serie ganz gut leben, finde sie eigentlich sympathischer als die Revelation-Serie. Das Design für eine CGI-Serie, okay, schaut eben so aus. Ich dachte aber tatsächlich, dass in der Masterverse-Reihe diese Figuren ein bisschen einen realistischeren Look bekommen werden und eben nicht so, als wären sie der Serie entsprungen. Verstehe aber auch, dass man es lieber so machen möchte. Spricht mich nur nicht an, ja. Ist 1000-mal schöner als eben die wirklichen Kinderspielsachen, das Kinderspielzeug zur Serie. Aber das, ja, es ist schön gemacht, ja. Also für Fans der Serie natürlich super, ja. Ich werde es mir nicht holen. Apropos, nicht holen stimmt hier nicht. Aber im Gegensatz zu Catra finde ich diese Masterverse She-Ra, und hier sieht man auch ihr ikonisches Schild, und also das Schild finde ich recht cool, weil so oft hatten wir das ja nicht. Dann ist ihr Zauberschwert auch ein Wechselkopf, der eigentlich ganz interessant gestaltet ist. Gab's so jetzt noch nicht, mit der, dass man ihre Tiara, glaube ich, ist das doch, oder? Also ihren Kopfschmuck da jetzt eben so wie in der Vintage-Liners-Maske verwenden kann. Plus zwei unterschiedliche Umhänge, je nachdem, finde ich eigentlich ganz gut, aber schon, mich erinnert es auf den ersten Blick ein bisschen an die, glaube ich, Grayskull She-Ra, und ich bin ja ein Filmation, ich mag Filmation, ich will nicht sagen Liebhaber, aber die Figuren finde ich toll, aber die Filmation She-Ra hat ja auch das Problem, dass die Augen sehr weit auseinander gestanden sind, und das sehe ich hier jetzt wieder, ja. Gut, kommen wir zu Sunman, ja. Also ich habe das ja in meinem Rant, möchte ich fast sagen, meine Antipathie gegen die Sunman-Line, der ja kundgetan, ja, einfach, warum kommen die alle bei He-Man raus? Ich ist vielleicht jetzt nicht die beste Entscheidung, zumindest nicht, also bin ja nicht der einzige Fan, der das jetzt nicht so toll findet. Ich habe auch zu der Toyline noch immer keinen Bezug, finde den Masterverse, die Masterverse-Variante vom Sunman aber tatsächlich recht gelungen. Auch die Queen Angela Gedenkflügel oder Hunger die Harpie, hallo Mattel, Blinzel Blinzel, ja, was soll denn das? Endlich macht doch endlich mal weiter, macht doch mal neue Figuren, ha, für uns Fans. Ist ganz gelungen, ja. Also ist auf jeden Fall viel, viel besser als die Origins-Variante. Das muss man schon sagen. Ja, also kann man machen, ist auch jetzt nur eine Figur, ist völlig in Ordnung. Ja, was gar nicht in Ordnung ist, und das war ja schon beim 200X He-Man, der jetzt in der Origins-Line angeteasert wurde. Also die beiden Figuren gehen gar nicht. Der 200X-Look kommt ganz wenig und überhaupt nicht rüber. Hier wieder quasi angedeutet, einerseits durch neue Beinschützer mit roten Punkten, auch mit einem roten Punkt auf dem klassischen Brustharnisch von Skeletor, seinem 200X-Schwert und seinem neuen, etwas längeren Lendenschurz, wo man, glaube ich, auch Hordak erkennen kann, und einem neuen Gesicht. Ja, aber das passt einfach nicht. Also ich war ein riesiger, ich muss es sagen, ich habe sie auch alle noch original verpackt, ich war ein riesiger 200X-Fan, und ich fand diese, ich kann mich noch erinnern, wie der Zeichentrick gelaufen ist. Ich habe Woche für Woche mich gefreut, okay, wie werden sie diesen Charakter neu designt haben, wie wird der jetzt ausschauen, und ich wurde fast nie enttäuscht, und ich fand den 200X-Zugang, also der Whiplash ist ein Wahnsinn auch, ja, oder auch, also die, eine mächtige Figur, toll, ich fand die alle super, hat genau meinen Geschmack getroffen. Ist dann leider ja verreckt, die Serie, und mit die Classics wiedergeboren worden sind, oder mit die Classics rausgekommen sind, habe ich sie ja die ersten Jahre nicht gesammelt, weil ich das Design so altbacken gefunden habe. Ich bin tatsächlich vielleicht einer der wenigen, die sagen,
Ja, die Vintage-Figuren waren in den 80ern völlig okay, aber die Welt hat sich weitergedreht, die Figurenindustrie hat sich weitergedreht, die Figuren sind, ich möchte keine Figuren, die mit 40 Jahre alter Technik gemacht werden oder so ausschauen, als wären sie vor 40 Jahren erschienen. Ich habe gern moderne Figuren, insofern wäre ich auch einen Classics 2.0, 3.0, wie auch immer, nicht abgeneigt. Ja, Hauptsache dieser breite Fundus an unterschiedlichen Charakteren lebt fort. Gut, zurück zum Skeletor. Ja, kann man machen, muss man nicht. Puh, vielleicht wirkt er ihn echt besser. Ja, Snoutspot, da muss ich ja wirklich gleich. Also mein Rüssel hebt sich da nicht, ja, das sage ich gleich. Weil Snoutspot ist sowieso, finde ich, eine wahnsinnig schwierige Figur, ja. Der war als Kind ganz witzig, weil Kinder mögen Elefanten, der konnte Wasser spritzen, der ein Feuerwehrmann war er auch noch und ein lustiges Design. Ich finde ihn grundsätzlich heute nicht mehr gut, bis auf die Staction, die war noch super auch im 200X Design, die mochte ich, und auch der Wechselkopf für die Classics, der ist sehr gut, aber ich habe nur ein Foto, es gibt hier mehrere Fotos, vielleicht kommt noch ein Snoutspot-Foto, ich muss mich entschuldigen, dass ich hier so schlecht die geordnet habe. Gefällt mir nicht. Also ja, ich wüsste jetzt nicht, wie man Snoutspot, hier kommt ein bisschen mehr sein metallischer Look, sein Kopflook zur Geltung, was völlig okay ist. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man die Figur großartig besser macht, außer man macht eine 200X-Version. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der Roton, ich bin jetzt ein bisschen leid, die Sachen zweifach, dreifach, zehnfach zu kaufen. Der Roton war einer der letzten Fahrzeuge aus der Classics Line, damals mit einem exklusiven Scalecon. Dabei habe ich auch tatsächlich gekauft. Roton ist ein klassisches Fahrzeug, weiß ich nicht. Da bleibt mir gleich die Stimme weg und der Frosch im Hals. Ja, ist wahrscheinlich ein leichter zu produzierendes Fahrzeug. Also ob jetzt der Roton kommt oder ein neuer Tailfighter, ich habe beide Fahrzeuge für mich problematisch, weil ich sie von den Classics schon habe und keine Notwendigkeit sehe, sie nochmal zu kaufen. Muss ich einfach sagen. Aber wird sicherlich seine Fans finden. Ja, vor allem ein Wechselgesicht, das ist auch neu. Also das gab's so nicht. Und das Cockpit-Dach gab es ja nur, sieht man ja unter anderem bei den Fighting Foreman auf der Verpackung, das stammt ja von diesen drei Diecast-Modellen und wurde ja dann tatsächlich beim Spielzeug weggelassen. Ja, Mantenna, puh, da schließt sich ein bisschen das, was ich zuerst gesagt habe zu den Vintage-Figuren. Ich will keinen Vintage-Look bei meinen heutigen Figuren in der Form, ja. Und bis auf die Tatsache, dass er jetzt vier Füße bekommen hat, wie eben auch in der sehr coolen Classics oder auch ich glaube Grayscale-Variante, ist er mir zu vintagehaft. Und ich finde auch, dass dieses Zusammenwürfeln oben Vintage, unten ein bisschen neuer Ansatz, nicht so gut passt. Ja, hier nochmal der Überblick. Leech und Chrysler fehlen jetzt hier noch, kommen aber gleich. Genau, hier ist nochmal Snoutspot, ja, mit seinem Action-Feature vielleicht. Ja, Leech, boah, also ganz, ganz schrecklich. Gott sei Dank kann man ihm seinen Mundschutz da, sein Sauggesicht da abnehmen. Schaut dann besser aus, muss man sagen. Gibt's auch Fotos, habe ich jetzt leider nicht vorbereitet, sehe ich gerade. Also man kann ihn ein bisschen umgestalten. Er dürfte Wechselhände haben ohne dem ist er ein bisschen ansehnlicher. Ist mir aber auch zur Vintage-haft, muss ich sagen. Ja. Und ja, Chrysler war natürlich klar, seit das Exklusiv rausgekommen ist, dass er im normalen Look kommt. Da ist nichts verhaut. Da könnte ich jetzt weder das eine noch das andere sagen. Grundsolide Figur. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nichts vergessen. Schauen wir uns das nochmal kurz an. Wir haben die New Origins Figures and Vehicle. Und wir haben den More New Masterverse Heroes und wir haben natürlich Anniversary Edition He-Man. Schauen wir mal, was da noch zum runden Geburtstag vielleicht rauskommt. Mattel überhäuft uns ja mit News. Alles so ein bisschen, ja, für jeden was dabei wahrscheinlich, muss man sagen. Ja, ist völlig in Ordnung. Vielleicht, um auf einer persönlichen Note zu enden,
Ich weiß nicht genau, wie und ob ich weiter sammeln soll, weil einerseits ist es schon sehr, sehr viel und dann ist es ja nicht das, was ich mir vorstelle. Weil bei den Classics zum Beispiel, jedes Unterabo, jedes, ja, wir haben dieses Ziel geschafft, wir haben genug Vorbestellungen, das war toll, da waren ja Figuren, die wollte ich unbedingt haben. Hier ist es nicht ganz so, ja. Ich freue mich für Mattel und für die Masters, wenn es gut weiterläuft, aber alles werde ich mir sehr wahrscheinlich nicht holen. Aus unterschiedlichsten Gründen und meine Enttäuschung bei der Veröffentlichung gar am Anfang der Woche ist mir ja auch im Video anzuhören mit den vielen Sunman-Figuren und auch der 200X He-Man-Variante bis auf King Randor und das Teela Soa 2-Pack. Die, ja, das sind nette Sachen, gar keine Frage. Ja, naja, aber was rede ich da? Mir fehlt noch immer die Wave 6. Mir fehlt noch immer Stratos, Mini-Comic-Stratos und weiter komme ich auch nicht mit der Sammlung. Ich habe, glaube ich, nur Stridor von den Origins noch nicht vorgestellt, ist mir jetzt aufgefallen. Das muss ich nochmal nachholen. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und sammelt, was ihr wollt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.